Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einer Wochenendbotschaft hier für dich. Was kommt jetzt auf dich zu in deiner Seelenpartnerschaft oder wenn du hier als Single schaust, möchte ich ganz gerne im Jetzt die Karten für dich erbitten. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch für die wundervollen Kommentare, Likes, E-Mails, Geschenke. Vielen lieben recht herzlichen Dank. Ich werde jetzt am Wochenende auch schauen, dass ich alle Kommentare dann diesbezüglich beantworten werde. Vielen lieben Dank. Ich starte jetzt für dich. Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Worum geht es bei dir am Wochenende? Noch einmal. Ganz, ganz starker Engelsschutz zeigt sich hier. Schick das hier noch etwas höher, damit du das auch ganz gut sehen kannst. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Schau bitte, wie du damit in Resonanz gehst. Als allererstes sehe ich hier, dass der eine oder andere gravierend hier in Dingen ist, wo man verzweifelt. Verzweifelt in dieser Seelenpartnerschaft. Verzweifelt, wenn du Single bist. Ich bekomme es stark als eine Seelenpartnerschaft, ja, was sich hier gezeigt hat. Ich werde jetzt diesbezüglich auch am Wochenende noch die Du- und Ich-Legung hier durchführen, um dann auch mal intensiver auch zu schauen, was geschieht gerade zwischen euch, ja? Denn ich sehe hier eine Situation, was dich verzweifeln lässt. Komm da bitte raus, ganz, ganz wichtig. Komm raus aus diesen Dingen, die du dir selber suggerierst, ja? Denn wir haben hier die Schocksituation. Und das kann bei dem einen oder anderen hier eine Lernaufgabe, sogar jetzt am Wochenende, geschickt werden. Denn all das, was du im Inneren denkst, ja, du ziehst es hier an. Also komm hier bitte raus aus diesen Gedanken. Es ist geführt, habe Vertrauen. Hier wird auch der eine oder andere am Wochenende etwas erfahren, was dich in eine Gegebenheit bringt, womit du im ersten Moment gar nicht so recht umgehen kannst. Das ist eine Transformation. Also schau, dass du hier bitte in dich gehst, ja? Was geschieht hier gerade mit dir? Was darf hier gehen? Was darf angeschaut werden vor allem? Ja, hier ist es wichtig, dass man sich auch etwas anschaut. Ganz, ganz wichtig für den einen oder anderen. Denn wir haben hier auch, ich komme gleich auf die Engelsbotschaften. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was du für richtig hältst. Auch nochmal, die Schmetterlinge. Eine große Transformation findet statt. Ja, was für den einen oder anderen hier eine Lernaufgabe ist. Das kann auch sein, dass dein Gegenüber gerade in gewisse Dinge kommt, womit er oder sie gerade nicht zurechtkommt. Das bekomme ich hier auch ganz stark. Also schau mal bitte individuell für dich. Zeit des Nachdenkens gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit ein. Hier ist es noch nicht so weit. Hier ist es noch nicht so weit, um in eine Zusammenführung zu gehen. Ja, einmal mit dieser Karte. Und hier haben wir auch den Schmetterling. Also eine ganz, ganz große Transformation, was sich hier zeigt gerade. Ja, wo es wichtig ist, dass du dir diese Themen anschaust. Ganz, ganz wichtig. Hier haben wir auch in der Hauptenergie Frieden schließen. Also wir haben hier ganz, ganz hohe Karten aus dem Göttlichen, aus dem Universum, dass du rauskommst hier aus dieser wartenden Haltung. Ja, dass du
bewusst das ganze Geschehen beobachtest. So bekomme ich das hier gerade rein. Ja, wirklich dieses Warten, dieses Ausharren, vielleicht am Handy zu schauen, vielleicht, dass man hier wirklich auch schaut, wann kommt er oder sie denn zu Besuch oder in jeglicher Form auch immer. Ich sehe das ganz starke Warten, die Traurigkeit, die Verlustsituation, ja. Und die kommt jetzt natürlich zum Vollmond extrem nach oben, ja. Und da ist es natürlich wichtig, Balance zu wahren. Ja, eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Es ist eine große Herausforderung, die nicht nur du, sondern ihr beide derzeit gestellt seid. Ganz, ganz wichtig hier für dich zu schauen, das Yin und Yang. Hier geht es um eine Einheit zu bilden im Gleichen. Dass du hier in diese Energie kommst, was die Herrscherin schon aussagt. Ja, komm bitte in deine Fruchtbarkeit, komm in deine Energie, dass es wachsen darf. Ja, die Herrscherin spricht ja von Wachstum, von Fruchtbarkeit, von Beständigkeit. Dass du wirklich hier jetzt erkennst, was ist hier für den einen oder anderen auch die Lernaufgabe. Ja, warum ist man hier immer und immer wieder in dieser Gegebenheit? Ja, schockierende Dinge, die ans Licht kommen, bekomme ich hier auch ganz stark. Und dass du diesbezüglich dir noch mehr und mehr Gedanken machst. Und da darfst du rausgehen, das ist ganz, ganz wichtig, denn hier ist jemand in Bewegung bereits. Hier wird etwas getan. Wir haben den Ritter der Stäbe und gleichzeitig haben wir hier den Page der Stäbe. Ja, ich zeig dir erst einmal diese Karte in die Kamera. Wir haben den Ritter der Stäbe, das heißt, jemand möchte hier auf dich zukommen. Es ist schon im Werdegang, aber komm hier bitte raus, ja, dass du dir viel zu viele Gedanken machst, denn ihr seid beide gerade mit dieser Lernaufgabe ganz stark konfrontiert. Ja, das ist hier ganz klar zu sehen, denn wir haben hier die karmische Lernaufgabe. Es ist für den einen oder anderen hier wirklich eine Lernaufgabe und das kann hier, wenn du hier als Single schaust oder ähnliches, so komme ich auch gerade rein für eine Gruppe, dass hier eine Begegnung stattfindet. Eine Begegnung stattfindet, was für den einen oder anderen nochmal eine Lernaufgabe ist. Was darfst du transformieren? Wofür darfst du dich öffnen? Wo darfst du in den Schau halten? Was ist jetzt wichtig? Ja, ganz, ganz wichtig, denn der Page der Stäbe, ebenfalls diese Karte, was noch nicht ganz sichtbar ist, ja, denn hier geht es noch um Entscheidungen, denn wir haben diese Karte in Kopflage. Erst einmal zurück zu dem Page der Stäbe. Es geht hier um den Neubeginn, dass du wirklich etwas wagen darfst, dass du erkennst, ja, dass es hier fruchtbaren Boden haben wird. Es geht einzig und allein, dass du das Ganze, diese Traurigkeit, diesen Ballast, des innerlichen Konflikte transformierst. Ja, das heißt, du darfst es gehen lassen, du darfst es fließen lassen. Page der Stäbe, der Neubeginn und gleichzeitig haben wir hier die zwei der Stäbe in Kopflage. Ja, hier darf man etwas hinter sich lassen, definitiv, denn hier ist die Gegebenheit, wir haben die Karte in Kopflage. Das heißt, hier hat jemand etwas noch nicht hinter sich gelassen. Was ist gerade deine oder seine oder ihre Lernaufgabe, dass man etwas noch hinter sich lassen darf, damit man hier in diese Neuentstehung gehen kann? Eine Transformation ist hart. Eine Transformation geht nicht ohne Schmerzen einher. Seelische, tiefe Schmerzen, die mehr und mehr zum Vorschein kommen, damit man versteht, damit man für sich diese klare Entscheidung trifft. Schauen wir bitte, wir haben das Rad des Schicksals. Es ist in Bewegung. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass du erkennst. Und das Ass der Schwerter steht für klare Entscheidungen. Und habe bitte diesbezüglich Vertrauen, dass dein Gegenüber diese in klare Entscheidung treffen wird, sobald du rausgehst aus diesen Gedanken, dass etwas nicht funktioniert. Also komm hier bitte in die Position, alles ist möglich, denn hier ist alles möglich, ja, wenn du nicht in dieser Energie bist. Was zeigt sich hier? Hier geht es auch um Heimlichkeiten. Ja, das kann bei dem einen oder anderen auch die Dreieckskonstellation sein, dass hier etwas im Verborgenen ist, ja, was vielleicht der eine oder andere jetzt auch erfährt. Sehr hohe Karten haben wir hier. Wir haben den nahestehenden Himmel. Das Göttliche, das Universum ist hier an deiner Seite. Wenn du aber auch zulässt, du darfst zulassen, wenn du in dieser Position bist, beinhaltet es nicht, dass du zulässt, beinhaltet es nicht, dass du vertraust, beinhaltet es nicht, dass du dem Göttlichen, dem Universum hier einfach die Möglichkeit gibst, es geschehen zu lassen. Hier ist ganz klar die Botschaft des Nichtvertrauens. Da darfst du rausgehen. Du darfst erkennen, dass etwas nötig ist, zu heilen. Ja? Der nahestehende Himmel. Ich danke euch, meine Lieben im Himmel, dass ihr euch in diese Zeit nähert.
Es kommt mehr und mehr, lass es bitte zu. Öffne dich für das, wenn du nicht geöffnet bist, wenn du es nicht zulässt. Kannst du die Botschaften der Engel, des Göttlichen, nicht vernehmen? Das funktioniert nicht. Nicht in dieser Position. Ja? Lass es bitte geschehen. Dann haben wir, das hatten wir, glaube ich, schon einmal in der letzten Woche, ja, lass dein Licht erstrahlen, Erzengel Uriel, dass du wirklich jetzt dein vollkommenes Licht, dein Sein, deine Position der Herrscherin, des Herrschers, die Fruchtbarkeit, die Annahme, es gedeihen lassen, es geschehen lassen, es wachsen lassen, im vollsten Vertrauen etwas wachsen zu lassen. Schau bitte, wenn du einen Bambus pflanzt, du siehst nicht in ein, zwei Wochen, dass er sprießt. Er sprießt erst nach 2 Jahren, kannst du etwas sehen. Ja? Das bekomme ich ganz stark hier rein. Dass du nicht immer wieder prüfst und immer wieder nachfragst und immer wieder zweifelst. Zweifle nicht. Es geschieht. Es ist gerade im Werdegang. Es ist ganz, ganz viel im Werdegang. Ja? Also noch einmal mit der Karte. Lass dein Licht erstrahlen. Ich danke dir, Erzengel Uriel, dass du mir hilfst, mein Licht mit der Welt zu teilen. Wundervolle Botschaften hier. Ja, und hier haben wir noch Erzengel Samuel. Öffne dein Herz. Wenn dein Herz nicht geöffnet ist, wenn du nicht zulässt, wenn du nicht vertraust, wenn du nicht bereit bist, eine Liebe geschehen zu lassen, wie soll sie kommen, meine Liebe, mein Lieber? Sie kann nicht geschehen. Nur wenn du mit vollkommener Hingabe deine Arme öffnest, ausbreitest und es geschehen lässt. Ja? Ich danke dir, Erzengel Samuel, dass du die Barrieren um mein Herz herum beseitigst. Also ganz, ganz klare Botschaften, dass du wirklich hier ganz starken Schutz hast und du diesbezüglich ins Gebet gehen darfst, dass Hilfe da ist. Aber hier ist bei dem einen oder anderen kein Vertrauen. Ja, und wenn du nicht im Vertrauen bist, kann hier keine Hilfe zu dir kommen. Und vor allem nicht, wenn du nicht darum bittest. Wie soll es dann geschehen? Ja, hier geht es auch ganz stark um die Gegebenheit, Hilfe anzunehmen. Ja, nicht aus dem Ego heraus zu agieren, denn genau das ist deine, seine, eure Lernaufgabe. Ja. Ich werde dir gleich einmal diese Karte näher bringen, damit du dann für dich das einmal verinnerlichen kannst, was jetzt für dich wichtig ist. Und wir haben die Karte, verbinde dich mit Musik. Fühle, was dein Herz dir sagen möchte. Fühle auch Synchronizitäten, Lieder, die du gerade hörst. Dinge, die gerade um dich herum geschehen. Alles hat einen Sinn, auch wenn du gerade in dieser Situation bist. Es geschieht nichts vom Ungefähr, aber auch gar nichts. Spüre in dich hinein. Mit dieser Karte bekomme ich sehr stark, dass du in dich hineinspüren darfst. Was möchte sich gerade mit dir verbinden? Warum hörst du gerade ein bestimmtes Lied, währenddessen du mit dem Wagen unterwegs bist, währenddessen du irgendwo bist, währenddessen plötzlich etwas erscheint und plötzlich dir versuchen, die Engel etwas mitzuteilen? Hier haben wir auch das Herz darauf. Verbinde dich mit deinen inneren Gefühlen. Arbeite mit deinem Inneren. Ja, wir haben hier auch das Buch. Arbeite damit. Ganz, ganz wichtig. Was darfst du jetzt erkennen? Weil du erkennst jetzt etwas. Hier wird etwas am Wochenende erkannt. Das ist irrelevant, wie du schaust. In jeglicher Form auch immer. Wirst du etwas gewahr, du wirst etwas erkennen und du wirst mehr und mehr in dich hinein spüren. Ich danke euch, Engel, dass ihr mich durch Musik inspiriert. Lass dich inspirieren. Ja? Eine bestimmte Message ist zu dir auf dem Weg, was viel mit Musik, Synchronizitäten, Lieder, Filme bekomme ich auch sehr stark zu tun hat. Ja? Also achte bitte genau auf Botschaften, die das Göttliche, das Universum dir mitteilen möchte. Und vor allem, wenn du in dieser Gegebenheit bist, kannst du nichts vernehmen. Es funktioniert nicht. Du bist nicht offen. Du bist nicht offen dafür, was geschehen darf. Denn hier ist eine Lernaufgabe. Das, was ich vorhin sagte. Es ist vom Schicksal so gewollt, dass du diese Lernaufgabe jetzt für dich annimmst. Und irrelevant wer oder was jetzt hier auf dich zukommt am Wochenende. Ja? Es ist
So gewollt. Und du kannst hier mit mehreren Personen gleichzeitig auch zu tun haben. Nicht in einer Partnerschaft natürlich, aber du kannst hier mit Dingen konfrontiert werden, die dich dann nochmal triggern. Ja, durch eine Mutter, durch eine Gegebenheit, die du dir noch nicht angeschaut hast. Ja, hier zeigt sich auch das Mutterthema. Wir haben die Herrscherin. Und hier auch mit den Botschaften, ja, jetzt Frieden zu schließen. Du darfst jetzt das Kapitel schließen, du darfst jetzt Frieden schließen. Hier hat jemand ein ganz klares Mutterthema, ja, Elternthema, Ahnenthema. Ich möchte dir ganz gerne diese Karte näher bringen, detailliert dir näher zu bringen, was wichtig ist, ja. Die Karte besagt, die Engel ermutigen dich, jetzt dein Herz zu öffnen, aufgrund der emotionalen Bande und Reinfälle in deiner Vergangenheit. Hast du Barrieren um deine Herzenergie aufgestellt, die verhindern, dass Menschen in dein Leben kommen und dir liebevollen Erfahrungen im Weg stehen? Es ist wichtig, dass du erkennst, dass die Vergangenheit nicht mehr existiert und dass der einzige Ort, an dem du mächtig bist, die Gegenwart ist. Vielleicht glaubst du, ein gebrochenes Herz zu haben, aber es ist vollkommen unversehrt. Und du musst dich nur daran erinnern, dass letztendlich du Liebe bist. Ja, das ist das, was du am Anfang sagte, dass hier etwas losgelassen werden darf, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, diese klare Entscheidung jetzt für sich zu treffen. Es darf jetzt etwas Neues entstehen. In der Vergangenheit hast du Leid erfahren. In der Vergangenheit hattest du Themen mit karmischen Partnern, mit Lernaufgaben. Aber jetzt darfst du heilen. Du darfst bereit sein, es anzunehmen. Es ist ganz, ganz wichtig. So eine starke Transformation, was sich hier zeigt. Ja? Dann haben wir hier noch, zur Zeit gibt es für dich Möglichkeiten, zu lieben und geliebt zu werden. Diese Karte bringt positive, liebevolle und sogar romantische Erfahrungen in dein Leben, so dass du dich wieder ganz fühlen kannst. Im Grunde bist du ein alter Romantiker und es sind die kleinen Dinge, die für dich von Bedeutung sind, indem du diese Gelegenheit, dein Herz zu öffnen und Liebe reinzulassen, ergreifst. Erlaubst du dir, dich einzuschwingen, umworben zu werden und eine positive, ausgeglichene Beziehung zu haben. Die Engel wollen dich wissen lassen, dass es in dieser Zeit sicher ist, zu lieben und neue Beziehungen oder bestehenden Liebesbeziehungen in deinem Leben zu trauen. Ja, das sind wundervolle Botschaften. Lass es geschehen. Lass es hier zu. All das darf der Vergangenheit angehören. Jetzt darfst du dich öffnen. Ich schaue jetzt noch einmal, was ich zeigen möchte. Wundervolle Botschaft. Wir haben das Gericht. Hier wird Gerechtigkeit walten. Es ist eine ganz, ganz starke Verbindung. Hier wirst du geführt. Das Göttliche, das Universum interveniert. Hier kannst du gar nichts dagegen tun. Es ist hier so gewollt. Ja? Öffne dich bitte dafür. Und wir haben hier den Stern. Hier sind hohe Arkane. Das, was hier schon gefallen ist, diese kraftvollen Karten der Engel. Wir haben hier auch die Botschaft, den nahestehenden Himmel. Und hier ist auch der Stern. Lass es bitte geschehen. Ja, und wenn du immer und immer wieder Erfahrungen gemacht hast mit solchen Gegebenheiten, jetzt darf etwas Neues beginnen. Es beginnt gerade etwas Neues. Und all diese Lernaufgaben, diese Erfahrungen, die du in der Vergangenheit erleben durftest, denn alles das ist ein Geschenk, vergiss es bitte nicht. Es ist ganz, ganz wichtig, sich zu erinnern an jede Lernaufgabe, an jeden Menschen, der in deinem Leben dir begegnet ist. Es ist ein Geschenk Gottes. Ja, und hier wird es fließen zwischen dir und einer Person, denn es ist so gewollt. Ja, hier siehst du ja, wie jemand im vollsten Vertrauen hier Honig fließen lässt. Ja, und das spricht hier ganz stark für die Herrscherin, dass man es einfach geschehen lassen darf. Ja, hier geht es stark um Fruchtbarkeit, um Annahme, um geschehen lassen, um sich zu öffnen. Das Rad des Schicksals ist bereit, wenn du bereit bist zu verstehen, wenn du bereit bist zu vertrauen. Ja? Ganz, ganz hohe Arkane und wundervolle Botschaften. Alles das, was jetzt beginnt, steht unter einem ganz, ganz guten Stern.
Ja, wir haben hier den Stern und wir haben das Gericht, das hohe Gericht, das Göttliche, das Universum wird diese gerechte Entscheidung treffen, wenn du es zulässt. So, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.